das im Augenblick, dass die ganz wenigen großartigen Politiker, also die hätten alle hier Platz, das, also die, die in dieser Republik rumlaufen, dass die aus unterschiedlichen politischen Richtungen zum selben Ergebnis kommen. Das ist das Interessante, in dem Moment, wo ich dann diese Scheuklappen des Parteiensystems verlasse und mir anschaue, was für Probleme wir haben, ökologische, in der Bildung, bei der Erziehung, bei dem, egal, Ernährung, Umweltschutz, Tierhaltung und so weiter, also alles, was du da nehmen willst, dann kommst du plötzlich, egal ob ich jetzt von der christlichen, von der linken, von der rechten, von der konservativen, von der liberalen Seite komme, komme ich zu den identischen Ergebnissen. Deswegen quer. Immer wieder durch, ne? So mit dem, wo du heute unser auch bist. Unser Kater schreit, ob man das wohl im Hintergrund hört. Also für mich ist es, wir sind authentisch. Ja? Das hätte ich jetzt, also solange ihr euch da nicht jetzt kümmern müsst. Ja, nee, wir müssen uns nicht kümmern. Dann ist das, er hört, er wird nicht aufhören, ja, weil er rein will. Ach so. Dann lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen warten. Okay. Ja, ja, also ich finde es mega interessant. Und du hast jetzt gerade gesprochen von diesen paar politischen Leuchten oder wunderbaren Politikern. Meinst du, die haben eine Chance, was zu verändern? Nein, nee, gar keine Chance. In diesem System. In diesem Regime haben und sie, mit diesen ganzen Logen und was da alles läuft. Ist. Haben sie keine Chance und. Du merkst es auch. Ja, das ist ja, wobei es so ist, dass ja heute nicht mehr. Das ist sicherlich der Unterschied von einer von einem totalitären System, also faschistischer oder kommunistischer oder sonst wie totalitärer Struktur, bei dem dann Leute weggesperrt oder gegebenenfalls auch liquidiert werden. Das, was das Totalitäre an den sogenannten Demokratien, in denen wir leben, ist, dass eben die Menschen so stigmatisiert werden, dass keiner von ihnen ein Stück Brot nimmt. Es gibt einen Reisebericht von Alexandre de Tocqueville 1835. Da hat er die USA besucht und beschreibt dann diesen Mechanismus, wie jemand einfach, der politisch nicht auf Linie liegt, so stigmatisiert wird, dass von dem auch niemand mehr ein Stück Brot nimmt. Und selbst Leute, die in der Vergangenheit noch in Verbindung mit einer solchen Person standen, werden sie sinnvollerweise wirklich meiden. Der ist wie kontaminiert, eine solche Person. Und wenn sie es nicht tun, sind sie selber mit dran. Das Zitat endet mit der, wie er das dann beschreibt, mit den Worten: Ich lasse dir dein Leben, gehe hin, aber das Leben, was du jetzt hast, ist schlimmer als der Tod, weil du einfach ein Paria, ein Außenseiter bist. Das ist etwas, was man erleben kann und erlebt. Und diese Stigmatisierung, die findet natürlich auch durch entsprechende Institutionen statt. Also gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, gibt es da so einschlägige Webseiten, die nichts anderes zu tun haben, als sich so die verschiedenen Personen, auch die Anbieter alternativer Heilmethoden, die Anbieter von ja, zu stigmatisieren. Und sie sind natürlich auf die Art und Weise eine Zitatquelle, also dann muss ich mich, wenn ich dann so ein auch ja nicht sonderlich heller Journalist im Mainstream bin, kann ich das zitieren, da muss ich nicht drüber nachdenken, muss ich groß recherchieren, sondern weiß, okay, dort und dort stand ja schon, das ist jemand, der so Scharlatanerie betreibt im Medizinbereich, ein Verschwörungstheoretiker ist oder ein Rechtspopulist, all Sektenanhänger und sonst irgendwas. All diese ganzen Wappel, die man dann auf die Stirn geklebt bekommt, das sind so die Methoden des heutigen Systems, um unliebsame Geister kaputt zu machen. Und das geht ganz schnell. Wir haben das jetzt, also ganz kürzlich hast du es auch wieder erlebt, wenn da eine Politikerin etwas Falsches sagt, egal wo die politisch steht, plötzlich wird die Kiste aufgemacht, da kommt das Wappel drauf und dann
bist du plötzlich als Ultralinke plötzlich eine Rechtspopulistin, weil du eine einzige falsche Bemerkung gemacht hast. Also da ist dieses System auch mit Abweichlern, Gedankenverbrechern gnadenlos. Oh, ich kriege richtig Herzklopfen. Ich meine, ich weiß um diese, also natürlich nicht im Detail, aber ich fühle vieles davon oder weiß um diese Dinge. Und ich spüre aber auch gerade eine richtige Dankbarkeit, dass es Menschen wie dich gibt, die da vorangehen, die das in die Welt tragen mit diesem Enthusiasmus, den du da einfach in deinem Herzen trägst und der Liebe auch zu deinem Job, den ich einfach fühle, ja. Und, es ist kein Job, es ist eine Berufung. Ich sage das, ja. Nein, ich sage das auch nicht, um dich zu korrigieren, sondern weil mir das auch wirklich wichtig ist. Es ist, also, es ist etwas, ich habe bei der Pharmaindustrie und beim Bauernverband, da habe ich einen Job gemacht und ich habe ihn für diesen, für die Institutionen auch sehr gut und sehr erfolgreich gemacht. Also insofern muss ich mir da nichts vorwerfen, aber es war eben ein Job und jetzt ist es was anderes. Es ist eine Aufgabe, eine Berufung und ich werde rein ökonomisch viel schlechter bezahlt als bei den Jobs vorher, aber ich werde viel reicher entlohnt durch das, was ich von den Gesprächspartnern und natürlich auch von den Zuschauern, wir haben jetzt 30.000 am Tag, die sich sollten 100 werden, 200. Ja, dass das in die Breite geht. Das tut's ja. Als ich studiert habe, als ich studiert habe, hatte die Bild-Zeitung noch eine Auflage, ich glaube, von 6,5 Millionen. Inzwischen ist sie angekommen bei 1,5 Millionen. Das sind immer noch 1,5 Millionen zu viel. Das ist richtig. Aber es ist der freie Fall. Die Frankfurter Rundschau ist tot. Die Frankfurter Rundschau, die pseudomäßig eine linksliberale Position hatte und scharfe Konkurrentin zur FAZ als liberal und wirtschaftskonservativ war. Sie wurde von ihrer Gegnerin aufgekauft. Das spielt alles gar keine Rolle. Also der Mainstream ist auflagenmäßig, Tagesschau, diese ganzen Nachrichten, die ja auch Nachrichten heißen, damit du dich danach richtest und die Dinge nachgerichtet werden. Da steckt ja viel Weisheit in der Begrifflichkeit drin. Die sind im freien Fall. Ohne Hintergrund und nicht ohne Berechtigung war das Wort Lügenpresse angeblich Unwort des Jahres. In Wirklichkeit war es Wort des Jahres.